das Frühlingswetter. Leid, ich kann euch sagen, es ist sowas passiert. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr es gemerkt, die lauen Lüftle, wie sie kommen? Habt ihr gemerkt, ihr könnt die Wäsche wieder raushängen? Das schöne Gefühl, wenn man oben vom Fenster runterguckt und sieht die Wäsche unten wählen. Das ist doch herrlich. Das erfreut doch das Herz von jeder Frau. Und deshalb sage ich euch jetzt, wie es die nächsten Tage weitergeht. Passt mal auf. In Neundorf, hinterm Wasserturm, oben. Hinterm Wasserturm oben sammelt sich ein richtiger dicker Hubbubbel, so ein richtiger dicker Regenwolk. Die ist so dunkel, dass man denkt, die Welt geht unter. Die regt sich da oben ab, aber richtig mit Prasselregen. Dann kommt ein Wind von der Stadt hoch, hinten von Böllern auf zu. Und der Wind trägt die Wolk, die sich schon abgeregt hat, neben auf Kauschwitz. Die Kauschwitzer werden denken, huch, was ist denn heute los? Heute kommt aber hier ein Lüftel und die Luft wird so feucht. Möchten wir das Saat ausbringen? Machen die hinaus mit ihrem Traktor. An Kauschwitz vorbei, Richtung Syrau. In Syrau sammelt sich im Dorfzentrum so eine richtige, schöne Frühlingswärmewallung. Und die Wärmewallung, die bringt nicht nur das Wetter in Wallung, sondern auch uns. Die macht direkt in unser Herz rein, die Wärmewallung. Und dann kommt wieder ein pfeifender Wind, die Wärmewallung auf dem Mehltäuerchen hin. Und oben auf der Mehltäuerchen hin entwickelt sich dann eine Thermik. Da kommen die Falken und die Habichte. Die stellen sich mit rein in die Thermik und segeln so wegen mit rum. Und wenn ihr zufällig dann auf der Mehltäuerchen hin steht und mal runterguckt auf das Frühlingsfruchtland, da werdet ihr denken, ihr seid ein bisschen wie in der Toskana. Da sieht es nämlich bei so wenig aus. Naja, und jedenfalls, und wenn die Wallung eben oben stehen geblieben ist in der Thermik, dreht sich hinten, da geht es ja dann hinten Thüringen, Neumühltrof, aus Mühltrof kommt ein richtiger hackischer Wind. Der hackt. Das ist nicht einfach so ein Lüftel, sondern das ist ein richtiger tu. So macht der rein. Und dann tut der die Wärmewallung wieder befördern. Hinten runter wieder nach Syrau. In Syrau, der Leid, der Wäsch, weht runter von der Leine. Aber das macht allen nichts und die macht wieder rein zu bei der Stadt. In der Stadt habt ihr dann mal noch ein wenig ein schönes Sonnchen draus, die Wolken verziehen sich. Und dann, wisst ihr was, dann passiert noch in den nächsten Tag durch die Wärme, die sich entwickelt. Kommt der Raps, das Rapsfeld wird gelb. Und dann gebe ich euch zum Schluss mal noch eine kleine Empfehlung. Habt ihr euch schon mal in ein Rapsfeld gelegt? Noch nicht, ne? Huscht mal auf der Resi, macht es mal, wenn jetzt der Frühling in Gang kommt. Macht naus mit eurer Frau, mit eurem Mann, mit der Freundin, mit den Kindern. Macht naus und legt euch mal in ein Rapsfeld. So richtig mit Nei. So, wenn ihr das hier drinnen liegt, dass die gelben Rapsblume so über euch sei, dann seht ihr den blauen Himmel. Den gelben Raps gegen den blauen Himmel. Und dann kommen die Hummeln wie kleine Hubschrauber über euch. So mit die lang. Und ihr liegt im Rapsfeld und ihr denkt einfach, das Leben kann so schön sein in unserem schönen Fruchtland. Und eigentlich ist es vollkommen egal, wie es Wetter ist. Hauptsache, wir sei daheim und liegen im Rapsfeld. Macht das mal, meine Guten. Armenien!